Hallo Leute, ich weiß, das letzte Video ist schon wieder eine ganze Weile her. Ich habe aber auch nicht so wirklich viel angestellt in letzter Zeit. Zumindest nichts, wo sich das lohnen würde, da ein Video von zu drehen. Ich habe allerdings noch, wie ich gemerkt habe, ein paar Schnipsel, ein paar Daten auf dem Rechner, vor denen ich mich immer eine ganze Zeit gedrückt habe, weil das eigentlich auch gar nicht geplant war, darüber ein Video zu machen. Allerdings sind da bei dem kleinen kurzen Trip so schöne Bilder entstanden, dass ich euch die nicht vorenthalten möchte. Also gesagt, getan, habe ich mich hier aufgemacht. Es ist ganz schön windig heute. Ich hoffe, das hört man so in der Aufnahme nicht. Und habe angefangen, diesen Firlefanz zusammenzuschneiden. Da das Video hier gar nicht geplant war, bekommt ihr meine schöne Stimme auch nur aus dem Off zu hören. ihr seht mich hier gerade auf dem Weg, völlig unbedarft, ohne Plan, ohne irgendwie was vorzuhaben, nach Sürup und wollte mich da in den schönen Südensee stellen, was ich dann auch gemacht habe. Die Gemeinde Sürup war nämlich so nett, uns hier unten am See einen kleinen Stellplatz einzurichten. Im Winter steht man hier kostenlos, allerdings auch ohne irgendwas. Und im Sommer, ich muss mal lügen, ich glaube so ab 1.4. oder 1.3. bekommt man hier dann auch wieder Strom. Und etwas weiter an der Badestelle an dem See, da kann man auch seine Toilette entsorgen. Und wenn man eine Gießkanne dabei hat, auch den ein oder anderen Liter Wasser bunkern. In der Saison kostet das Ganze dann 10 Euro die Nacht, inklusive Strom, was ich finde absolut in Ordnung ist. Da die Plätze sehr begrenzt sind, würde ich aber sagen, dass man hier der Fairness halber nicht seinen Jahresurlaub verbringen sollte. Und ja, was soll ich sagen? Da steige ich aus dem Auto aus und schwupps, stehe ich ins Gargen an der Mole mit einer Angel in der Hand. So kann es manchmal gehen. Fisch gab es allerdings nicht. Ja, und an dieser Stelle beginnt diese kleine Geschichte, die eigentlich keine ist oder beziehungsweise eigentlich gar keine werden sollte. Ich bin natürlich nicht am Tag da angekommen, sondern mitten in der Nacht, bin den ganzen Tag gefahren, was eigentlich auch nicht der Plan war, aber naja, ein Kilometer führte eben zum anderen und auf einmal war ich eben dann da. Ich habe dann noch ein, zwei Fotos gemacht, weil die Stimmung einfach so schön war mit dem Leuchtturm und so und hatte mir dann aber eigentlich vorgenommen, auf diesem Trip die Kamera mal stecken zu lassen und einfach nur für mich ein bisschen Zeit in Dänemark zu verbringen. Als ich dann aber am nächsten Morgen am Strand ankam, war ich so überwältigt von den Bildern, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht einfach so verstreichen lassen. Habe die Kamera dann doch ausgepackt und naja, das Ergebnis seht ihr jetzt. Es sind allerdings alles nur Handyaufnahmen und ich glaube, das ein oder andere Mal war auch die GoPro im Spiel, aber meine Hauptkamera habe ich, so wie ich es mir vorgenommen hatte, dann auch tatsächlich weggelassen. Hier also erstmal ein paar Aufnahmen aus Gargen. Mal zum Vergleich, auf dem Stück zwischen uns und der Linie, wo sich die Wellen gerade brechen, bin ich noch vor einiger Zeit spazieren gegangen. Wenn ich es hinkriege, verlinke ich das Video mal oben links in der Ecke. Wie man auf den Aufnahmen unschwer erkennen kann, war es die Tage unheimlich stürmisch. Das hat leider dazu geführt, dass ich weitestgehend auf den Sound verzichten muss.
war das ein Tag, ich kann euch sagen. Blauer Himmel, Sonnenschein, herrliche Brandung, einfach genial. Nach einer kleinen Stärkung ging es dann entlang der Bunkerlinie wieder zurück ans Nordkap. Parkplatz. Zum Parkplatz ging's. Weil man ja gehen soll, wenn es am schönsten ist und ich leider immer noch nicht im Lotto gewonnen habe, habe ich mich wieder auf den Weg Richtung Süden gemacht. Und Überraschung, Überraschung, ich bin wieder bei dem Leuchtturm gelandet. Rudbeck-Knude. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so ausspricht, aber das ist jetzt so. Und wer meine vorherigen Videos gesehen hat, besonders das über den Harz nach Dänemark, der wird sich jetzt fragen, hä, hat der eine Macke? Da ist er doch gerade erst gewesen. In Skagen und bei dem Leuchtturm und in Hanstholm und ja, da fahren wir auch noch hin. Und ja, es war ja aber auch gar nicht geplant, dass ihr das mitkriegt, dass ich das mache, weil ich ja gar nicht filmen wollte. Also haltet die Klappe und guckt weiter. Auf den Leuchtturm bin ich zwar wieder raufgekraxelt, aber das handeln wir jetzt einfach nur ganz schnell mit ein paar Bildern ab. Und dann geht es auch schon nach Hanstholm. Ja, ihr werdet sagen, das kennt ihr zwar auch schon, aber da zeige ich euch tatsächlich mal was Neues. Was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und zwar ist mir das aufgefallen, als ich in Skagen war, dass die Bunker da alle verschlossen sind. Man kann da nicht reingehen. Und ich erinnerte mich daran, dass in Hanstholm die Bunker, zumindest die, die ich gesehen habe, alle offen waren und begehbar waren. Und deswegen fahren wir da nochmal hin. Außerdem gibt es kurz vor Hanstholm eine Stelle oder eine Bunkeranlage, die nennt sich bei Google jetzt einfach nur Batterie 1. Ich weiß nicht genau, wofür die da war. Und die habe ich noch gar nicht gesehen. Und da wollen wir mal reingucken, mal gucken, was uns da erwartet. Und da nehme ich euch natürlich mit. Die Sonne geht gerade unter, aber meine Neugierde ist geweckt und so mache ich mich auf den Weg, um die Bunkerruinen, die ihr da seht, zu erkunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da recht tief reinkommen. Mal gucken, was uns erwartet. Je weiter ich auf die Anlage zugehe und je tiefer ich dann in die entsprechenden Bunker reinkrabbel, umso unwirklicher wirkt das Ganze. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das zu der Zeit gewesen sein soll, als das alles noch in Betrieb gewesen ist. Unglaublich. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert, gerade weil man das alles begehen kann. Das, was ihr jetzt seht, ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Das ist ein ziemlich großer Komplex und ihr könnt fast überall rein. Wenn man sich das Ganze hier so anguckt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass jemand, der von außen versucht einzudringen, überhaupt auch nur die geringste Chance hätte, auch nur in die Nähe dieser Bunkeranlage zu kommen. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass die Bunker unterirdisch alle miteinander verbunden sind. Und zwar durch diese kleinen Schächte. Ich habe mich jetzt nicht getraut, da reinzukrabbeln und ich würde auch jedem davon abraten, das überhaupt etwas zu machen. Ich glaube, dass das früher die Versorgungsgänge für die Munition waren. Genau weiß ich das allerdings nicht. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Erlebnis, durch diese Anlage hier durchzustöbern. Auch wenn mir bewusst ist, dass das natürlich alles kein Spaß ist und das hier kein Vergnügungspark ist.
Aber so sehe ich das auch nicht. Also während ich hier durchgehe, ist es schon beklemmend, sich vorzustellen, was hier früher so los gewesen ist und wofür diese Anlage einstmals errichtet wurde, unter welchen Bedingungen und wie die Menschen, die hier ihrer Tätigkeit nachgegangen sind, wohl gelebt haben möchten. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall ganz froh, am Ende hier wieder raus zu sein. Ich kann aber jedem, der sich für dieses Thema interessiert, nur empfehlen, hier einmal vorbeizuschauen. Ich weiß nicht, ob die Bunkeranlagen sonst irgendwo noch so zugänglich sind wie hier. Am Schluss sei mir hier aber noch ein kleiner Spaß erlaubt. Bei der Akustik konnte ich einfach nicht widerstehen. Die Nacht habe ich dann in Hanstholm verbracht und bin tatsächlich mitten in einen wirklich üblen Schneesturm geraten. Ich hörte, wie der Schnee an die Seite meines Wohnmobils prasselte und machte die Gardine ein bisschen zur Seite. Und was soll ich sagen, ich konnte gar nicht mehr rausgucken. Zumindest auf der einen Seite des Wohnmobils. Auf der anderen Seite konnte ich dann im Licht der Straßenlaternen sehen, wie der Schnee praktisch waagerecht gegen mein Wohnmobil knallte. Als am nächsten Morgen aber die Sonne wieder aufging, war der ganze Spuk auch schon wieder vorbei. Zum Glück. Vor meinem Wohnmobil liegen übrigens gerade so circa 5 Kilo bester Seelachs. Ich habe den dann aber vorsichtshalber doch lieber liegen lassen. Vielleicht kommt ja der Besitzer noch vorbei und holt sich den. Irgendwann hat es dann endlich aufgehört zu regnen und ich habe mich auf den Weg gemacht in das Bunkermuseum von Hanstholm. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, ich habe es auch in einem anderen Video schon mal gesagt, es ist das größte Bunkermuseum von Dänemark. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Die Idee war, die Schienen, auf denen früher die Munition transportiert wurde und heute die Touristen durch die Gegend gefahren werden, einmal zu Fuß abzulaufen. Da im Moment das Bunkermuseum geschlossen ist und von daher auch die Bahn da zurzeit nicht fährt. Und das habe ich dann auch gemacht. Eine ziemlich spannende Angelegenheit, wie ich finde. Und ich glaube, dass ich auf dem Weg wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr zu Gesicht gekriegt habe, als die Touristen, die sonst mit dieser Bahn unterwegs sind. War auf jeden Fall eine ziemlich spannende Geschichte. Auf dem Museumsgelände befinden sich zwei riesige Geschütze und deren dazugehörenden Bunkeranlagen. Das Aufregendste für mich war, einmal durch eine dieser Bunkeranlagen durchzulaufen. Das Ganze dauert ungefähr 7 Minuten. Ich nehme euch da mal mit. Wem das zu lang ist, der spult jetzt einfach mal 7 Minuten vor. Aber ich finde, es lohnt sich. Ich mache keine Musik an, so dass man die Geräusche und das Hallen mal so ganz genau mitkriegt. Ich fand schon, muss man selber mal gemacht haben. Kleiner Fun Fact am Rande, wer die Olsenbande noch kennt. Einer ihrer Filme, ich glaube sogar der erste, wurde in dieser Bunkeranlage oder unter anderem in dieser Bunkeranlage gedreht.
Also, puha, so ein bisschen gruselig war das schon, wenn man da so ganz alleine durch die Gänge tappelt. Ich bin heilfroh, als ich wieder draußen bin und mache mich weiter auf den Weg über die Schienen. Mal gucken, wo sie uns noch hinführen. Diesen Gang, den ihr da jetzt gerade seht, das ist übrigens der Gang, über den man die Munition in dieses Geschütz gefahren hat. Leider war da ein Schild betreten verboten und da werde ich mich auch schön dran halten. Aber es werden da garantiert Gänge abgehen, die dann direkt zum Geschütz hingehen. Wenn man den Schienen weiter folgt, kommt man zum Munitionsdepot. Ein weiterer Gruselmoment für mich. Keine Chance, an dem Wachposten vorbeizukommen. Das sind die langen Räume, in denen früher die Granaten oder überhaupt die Munition aufbewahrt wurden. Die sehen eigentlich überall gleich aus. An der Decke kann man sogar noch die Schiene erkennen, auf dem früher eine Laufkatze hing, an denen dann die riesigen Granaten in den Zug geladen werden konnten. Zu meinem Entsetzen gab es hier auch noch einen Keller. Ich habe mir das echt zweimal überlegt, ob ich da reinstapfe, weil hier gar nichts beleuchtet ist und durch die Kopflampe, die ich trage, wandern halt diese ganzen Schatten. Also es war schon gruselig. Ich habe mich nicht so richtig wohl gefühlt. Hier an der Decke kann man noch mal diese Schiene sehen, an denen die Bomben früher hingen, an Ketten, an irgendeiner Laufkatze. Man sieht das gleich noch mal in dem einen Raum, dass sogar oben an der Decke eine Weiche ist, die man verstellen konnte, damit man eben die Granaten auch aus den Seitenräumen rauskriegte. Die waren wohl so schwer, dass man die nicht tragen konnte. Da sieht man diese Weiche. So, jetzt aber nichts wie raus hier. Hier kann man noch mal schön sehen, wie das alles aufgeteilt ist. War mega interessant. Damit ist dieses Video, was gar kein Video werden sollte, dann auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich auch über einen Kommentar mal freuen. Hättet ihr euch getraut, in diese Bunkeranlagen reinzukrabbeln oder nicht? Ich bin auf dem Rückweg noch an einem wunderschönen Ort gewesen, der Trans heißt. Transkirke, also da in einer Kirche. Eine Steilküste war sehr stürmisch, aber wunderschön. Ich blende noch mal ein paar Bilder ein. Auch in Söby habe ich wieder gestanden, an diesem Tagebau. Aber das kennt ihr ja. Auch da gibt es nochmal ein Bild. Ich verabschiede mich für dieses Mal. Es steht was an. Ich habe einen längeren Urlaub. Und da wird es auch wieder nach Norden gehen. Allerdings weit, weit nach Norden. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich da Videos drehen möchte, weil das nicht nur ein Urlaub ist, sondern auch ein bisschen tiefer geht. Aber seid gespannt, das wird auf jeden Fall nicht das letzte Video sein, was ihr auf meinem Kanal seht. Bis dann, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Bernd.